Habe ich mir eigentlich extra einen Satz, wie wäre das denn mal? Salutete, nee, Ave Nomine Imperatoris, das gab es sowas? Ach, egal, herzlich willkommen zurück auf jeden Fall. Ich war jetzt bei Rune Factory, lange Zeit habe ich dich gesehen. Und jetzt, wenn wir bei diesen genüsslichen Klängen keine Musik hören, also wenn wir automatisch, nämlich werden jetzt, tada, stattdessen einfach hier mal, ihr wisst schon, Pferde gießen. Ja, wir hätten diese Folge eine Menge Pferde gießen und danach auch anfangen mit unserem neuen Tag. Wir auch gleich zu Gott stürmen werden. Also stürmen werden, weil wir eben mal langsam hier unser Fate haben wollen. Also eine neue Höhle. Ich bin gespannt, was sein wird. Nach der Clemens Höhle jetzt vielleicht auch der Kid Clemens Berg. Und ich bin eben gespannt. Vielleicht können wir auch endlich mal in Sherwins Ruinen rein. Ist auch mal interessant. Nein, das ist noch. Ja, was soll's. Und zwar wieder mal auf jeden Fall ein Feiertag, wo wir nicht mal wieder mal nicht teilnehmen konnten. Yay! Das ist doch echt Spaß und macht Freude. Na, okay, wir müssen ein bisschen. Ah, ich muss sagen, ich hab's doch irgendwie schon vermisst, Rune Factory zu spielen. Und man merkt schon, ich habe lange nicht gespielt, sonst hätte ich jetzt genau abgezählt. Ja. Mann, ist bis dahin viel passiert. Ich habe es gerade eben schon erwähnt. Zuletzt, gestern. Heute werde ich wahrscheinlich nicht, hätte gestern geschrieben haben. Gestern werde ich geschrieben haben. Oder ach, wann auch immer. Ich auf jeden Fall irgendwas geschrieben haben. Das wird wahrscheinlich sein. Meine Geschichtsleistungskursur. Auf jeden Fall ganz viel Spaß. Und es wird. Ach, was sehe ich eigentlich? Man soll ja nicht über die Zukunft reden. Und heute ist Montag. Ja, heute ist Montag. Ja. Ich denke gerade so nach, wie lange haben wir nicht mehr Let's Play Rune Factory gespielt? Ich meine, haben wir die ganzen letzten Wochen haben wir die Zeitung geistern sehen, der braune Terror. Haben aber kein einziges Mal über Rune Factory gesprochen. Also, ich will jetzt auf keinen Fall darüber reden. Ich habe ehrlich gesagt so nichts gegen. Na, ich will nicht. Ich sage, ich habe wohl den ganzen Tag jetzt schon mit zugebombt. Da habe ich jetzt nicht mal die ganzen paar Wochen. Es kommt einfach nicht in Let's Play rein. Ah, grünes Gras. Aber ich eigentlich sagen möchte, nämlich kein einziges Mal während der Zeit habe ich mich aufgenommen, glaube ich. Das ist ja richtig lange her. Aber naja, was soll's. Die Fehler sind schon fertig und lass uns Sherwin besuchen gehen und den Tag hier so schnell möglich beenden. Wollen wir einen wie einen normalen Tag haben? Ja, mein Auge juckt gerade. Ah, das ist ganz böse. Ah, Auge, hör auf zu jucken. Sherwin, guten Morgen, guten Abend, wie geht's dir? Es könnte eine Art Geheimnis um den Ort. Nein, wissen wir nicht. Ich weiß. Aber du wohnst doch bei Lady Anne. Ich hab's doch herausgefunden. Aber naja. So. Und der Tag für heute ist ja dann hiermit auch schon vorbei. Yeah, ist er. Einmal eben abspeichern. Und yay. Ich habe kurz auf den Kalender gucken. Es kann nicht sein, dass irgendwie heute ist Freitag. Dann ist morgen Sonntag. Ja, morgen ist Feiertag. Lady Anne's Geburtstag. Ja, dann muss ich mal was gucken. Scotlands Geburtstag. Du kriegst einen Schuh. Schatzsuche. Oh, da freue ich mich schon. Und Nikolas. Ja. Also, jetzt legen wir uns pennen. Dann bis morgen. Also, dann so. Ihr wisst, was ich meine. Ich lange nicht mehr gehört, ey. Yes! Wir haben heute nichts zu gießen! Wuhu! Also, ich hör auf zu pfeifen. Nichts zu gießen! Yeah! Also, wir haben vergessen, die Tiere zu streicheln gestern, kann es sein? Oh, ihr Arm, ja. Deswegen kriegt ihr jetzt gar nicht gestreichelt, wird jetzt gar nicht gestreichelt. Und ja, ich weiß, ich könnte jetzt Wolli unsere Wolle abnehmen. Aber das machen wir auch gleich mal. Hier. Vielen Dank. Toi! Jetzt gehen wir zu Godwin, du elender kleiner. Oh, ich darf natürlich nicht lange auf mir, ist ja hier das. Ihr wisst ja Bescheid. Godwin, du elender klein. Ach nee, es ist 6 Uhr morgens. Richtig, da war ja was. Du wirst mir trotzdem mich jetzt irgendwie das geben, so allgemein?
Der Mann, der meine Fliehtasse mal heiratet, macht mir Sorgen. Er sollte jemand sein, der meine Wünsche berücksichtigt. Aber andererseits ist mein Amt als Bürgermeister natürlich nicht vererbbar. Alle müssen einen lieben. Ja. Felicitas, wie geht's dir? Jetzt fühle ich mich super. Vielen Dank. Kleines Problem. Das hätten wir auch anders lösen können, aber so ist mir auch lieb. Ja, yeah, es haben wir also 6 Uhr morgens, es regnet und wir können heute besuchen gehen. Wir werden natürlich gleich mal Tafel wischen. Auch wenn es natürlich nichts bringt, an einem regnerischen Tag Tafel wischen zu gehen. Ach, ich sag mal hier. Einen Schatten. Ich bin Jasper. Nein, bin ich nicht. Tafelwischen gehen. Es geht um ein gemütliches Tafelwischen. Etwas aus dem Plan geworfen. Regen hat auch natürlich einen riesen Nachteil, dass man nicht weiß, was man machen soll. Also natürlich aus der Pflanzen gießen. Obwohl ich mal. Ach, hier war ich ja schon am besten abgegrast. Yay! Ich werde jetzt mal Tabata besuchen gehen. Hallo. Wie läuft der Hof? Wie läuft gut? Danke. Der läuft auch gut, danke. Vorher haben Blanka gesagt schlimme Sachen. Aber im Grunde manchmal. Ein ganz kleines bisschen aber nur. Wenn wir gleich mit dem Besagten reden. Blanka, hallihallo. Fußball, dass ich irgendwas mit den weißen Prinzen erzählen. Ja. Nein. Ja. Es tut mir leid, wir wissen ja. Na gut, dann eben nicht. Ein Regentag ist was Feines. Wir können stattdessen aber besuchen gehen. Ach, viel falsch abgewogen, verdammt. Ich bin gerade besuchen. Wir können nämlich, ich wollte mich vorhin schon besuchen gehen. Unsere herzliebste Cecilia. Yay, wie geht's dir? Cecilia, wie geht's dir? Bitte schön, Gilbert. Ich schenke dir meinen Schatz als Dank dafür, dass du mich gerettet hast. Lara mag diesen Stein, weil ihr Name auch mit La beginnt. Schenke ihn ihr durch zu einem besonderen Anlass. Du weißt, was ich mit besonderen Anlass meine, oder? Wie was? Ich soll jetzt... Danke, Kleine. Wir haben gerade ein... Ah, okay. Also ganz auf das La. Warum mag Lara den Namen, den Stein La, wenn das Ding Lapis Lazuli heißt? Wie ihr wisst, ist Japanisch in Schriftzeichen verpackt. Das heißt, ihr Schriftzeichen mit ihrem Namen beginnt, kommt gleich zweimal in diesem Stein vor. Und im Schriftzeichen haben wir da auch irgendwie, da in Japan kann man auf zwei verschiedene Arten und Weisen lesen. Ich weiß ja nicht, wie die geschrieben ist, aber die haben einmal eine sinnliche Bedeutung, also wie ausgesprochen wird, und einmal können auf etwas Verschiedenes stehen. Ich glaube, für dieses berühmte Wortspiel Japanischen, dass, ich glaube, wenn man Seehund schreibt, wenn ihr Seelöwe schreibt im Japanischen, steht da eigentlich Seehund. Also von Schriftzeichen her steht der Seehund. Solche Sachen zum Beispiel. Das muss man ganz genau angemerkt und umgekehrt. Und deswegen auf jeden Fall kann jetzt etwas Besonderes gesehen werden, wenn man eben gleich zweimal der eigene Name oder der eigene Kanji da in diesem Wort Lapis Lazuli vorkommt. Yay! Wann hat Lara Geburtstag? Ich vermute mal, das war jetzt die besondere Anlass, so jetzt Lara ihren diesen Lapis Lazuli schenken. Will ich eigentlich gar nicht. Aber der komplette Herbert hat den Geburtstag. Also ich frag mal so rum. Der Vollständigkeit halber will ich mal danach fragen. Lara! Ah, ich würde sagen, also Godwin, Nicholas, warte, wer hat hier Geburtstag, Schatzsuche? Erntefest, Hausgeburtstag, Felicitas, Mai, Tabea, Mondschein, Wollneuausstellung, Tag der Fischer. Wie jetzt? Bin ich blöd? Ich dachte, der Tag hat sich für den Rest des Tages diesen blöden Lapis Lazuli mit mir. Achso, 1. Dezember, okay. Ich würde gerade sagen, ich schleppe mich für den Rest meines Lebens diesen blöden Lapis Lazuli mit mir rum. So, also, yay, wir haben ein Lapis Lazuli für Blera. Wow. Was soll's? So, dann wollte ich auch nochmal machen gehen. Hier Dinge zu besuchen gehen. Die Mutter von Nicole, Sabrina. Weil ich,
Der hat uns doch irgendwas mit so einem komischen Krug erzählt, wo ich irgendwie mal hier lernen wollte, was für ein blöder Krug eigentlich. Yay! Genau, hallo, wie geht's dir? Tut mir leid, dass du das anhören musst, Siebert. Jetzt habe ich ne. Egal. Ich will jetzt hier nicht mehr, ich will hier nicht weiter einmischen hier in die Gegebenheiten in diesem Haushalt. Hier mal gleich angeln. Was ist das denn für eine Familie, Mann, ey? Betrug ihren Mann mit ihrem eigenen so ja. Das ist doch irgendwann so, das ist doch eh so, tut mir leid, aber egal. Ja, ich weiß, es ist jetzt zweideutiger, als es ist, aber es ist eben so zweideutig, tut mir leid, da muss man sich eben mehr Mühe geben. Fische was. Fische was. Ach, jemand muss manchmal echt langweilig. Das wäre gut, entschuldige jetzt gerade eben. Hier vielleicht. Habe ich gerade einen Schuss aufgeladen mit der Angel? Ach, es ging ja, ich erinnere mich. Ja. Ach, knalldoof. Heute ist Regentag. Das ist doof heute Regentag, ist ganz im Ernst. Oh, ich konnte wieder nicht zu Godwin gehen. Oh nee. Was ist das denn? Heute ist es jetzt bei echt mit dich unter einem guten Segen gestellt. Ach, heute ist Sonntag, heute ich muss in die Kirche gehen. Heute, genau. Heute gehen wir Sonntag, heute ist, gehen wir in die Kirche. Wir als alle als strenggläubige Christen gehen in die Kirche, die leer zu sein scheint. Na gut, dann will ich auch die Einwohner des Hauses Lara nicht stören gehen. Oh, ich bin etwas aufgeschmissen. Solche Regentage sind immer blöd. Gehen wir mal Rosetta besuchen. Bonjour, Monsieur Rousseau. Ich glaube, ich habe ein paar Kilo zugelegt. Das hätte ich jetzt gar nicht so. Also, danke. Rosetta, wie geht's dir? Du kommst sogar in mein Zimmer, um mich zu sehen? Sag nicht, dass du an mir interessiert bist. Hihi. Sag nicht, dass du etwa an mir interessiert oder an Gibbet interessiert oder uns interessiert bist. Nein, natürlich nicht. Nein. Wenn jemand überhaupt nicht an Gibbet interessiert ist, dann natürlich Rosetta. Also die ist ja. Nee, nee, die ist ganz, 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 ganz neutral. Und heute gehen wir, würde ich sagen, Herzen schürfen. Wie wenn wir gehen schon wieder in die Höhle? Ja, wir gehen natürlich in die Höhle, weil ich jetzt keine Ahnung machen. Ich habe auch eine andere Idee. Wir gehen vorher zwei Dinge erledigen. Erstens gehen wir Melody besuchen, weil ich suche gerade Sharon. Und deswegen ich dachte, egal, scheiß drauf. Melody, guten Morgen. Ich suche Sharon. Yeah, lass uns Melody besuchen gehen. Ja, bla bla bla, schön. Ich suche gerade Sharon, ja genau. Deswegen gehe ich ja auch ins Badehaus. Ganz ist genial, Mion. Ein genialer Schachzug. Sharon, guten Morgen. Hallo mal, wie geht's dir? Große Monster scheinen nicht zu mögen. Klar, natürlich. Wir sind ja auch Gibbet. Gleich und gleich gesellt sich gern, beziehungsweise Unterlegenes gebärt sich gerne, unterbietet sich gerne seinem Meister. Sprich uns. Ja, Sharon. Diese bescheuerten Teleporttechniken. Ich bin sicher, bis gerade eben war sie noch hier. Stimmt's? Bin ich mir das ein oder werden die Monster immer mehr? Genau genommen waren sie schon immer da. Ihr seid einfach zu blöd, einfach mal durch den Höhen nachschauen zu gehen, aber egal. Gott will, lass uns hier in die Höhle rein, verdammt! Mann! Ach, hi, hallo, wie geht's dir? Hi, Gebert! Lass mal sehen, was du hast. Was empfehle ich heute? Mehrere Messerset? Eine Bratpfanne hätte ich mal gerne, oder? Wollen wir Mixer haben? Ofen, Kochtopf, Dampfkochtopf? Nein, 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 nein. Ich will gerne ein Kochbuch haben. Dann können wir auch mal was kochen. Eine Bratpfanne.
Dann würde ich mir gerne eine Küche kaufen. Lass uns mal reden. Messerset, Bratpfanne, Mixer, Ofen, ein Kochtopf, Dampfkoch. Yay! Godwin, du wirst mich doch bestimmt, ja. Ja, etwas hier wieder mal ganz spannend vorgefallen bei Loon Factory. Würde ich mal ganz allgemein sagen, wir hatten heute nicht so viel vor unbedingt, weil es geregnet hat. Und Feiertag war. Das ist für mich die langweiligste Kombi, was man kriegen kann, vor allem wenn man keine Höhen hat. Deswegen würde ich sagen, ich gehe mal jetzt gleich eben nochmal Feuerkristalle irgendwie versuchen zu farmen. Oder irgendwie für Eisen oder was auch immer, meine Klimazülle und die ganzen Erze abbauen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Montag wieder. Also, ihr wisst, was ich meine. Bis dahin, ciao. Weil, genau, warum mache ich das? Weil ich einfach jetzt, glaube ich, seid nicht so motiviert darauf, jetzt auch den ganzen Tag lang irgendwie Regen zu machen oder nichts zu tun. Bis dahin, also, ciao.